Sehe sie erst jetzt. Ja, habe ich sogar gesagt. Merk mal, wie aufmerksam du bist. Hashtag Rambi, Rangi die Nulpe, genau. Erstmal alle auf Rangi drauf. So, was brauche ich denn nochmal für eine Kuppel? Verbrauch 27 Energie, Sauerstoff, genau, Sauerstoff und Wasser. Das heißt, ich muss jetzt Sauerstoff und Wasser produzieren. Sauerstoff und Wasser. Sauerstofftank ist dann wahrscheinlich auch nicht dumm. Ich würde mal sagen, platztechnisch könnten wir hier die Kuppel bauen, in dem Radius. Was bedeutet, dass ich auch den Sauerstofftank hier in die Nähe setze. Wie sieht das denn aus mit dem Sauerstofftank? Wie groß ist der? Ah, okay, der ist so groß. Dann können wir den ja theoretisch hier an den Rand platzieren. Und dann die Sauerstoffstation daneben. Und mit Strom versorgen. Machen wir einmal so. Und eigentlich so können wir machen. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. So möchte ich das haben. Braucht der Sauerstofftank auch Strom? Nein, braucht er nicht. Okay. Dann kommen noch Rohre. Und natürlich, heute ist Rangi-Mobben-Tag. Und das heute an einem ganz besonderen Tag, Yogi. Was denn für ein ganz besonderer Tag? Was ist denn heute für ein ganz besonderer Tag? Wie habe ich diese Hashtags vermisst? Ja, ja. Ja, ihr Sir mit euren Hashtags. Benötigt mindestens 20, um mit der Versorgung des Netzes zu beginnen. Okay. Das heißt, wir müssten eigentlich direkt dieses zweite Eichen hier noch hinsetzen. Die Frage ist also, ich brauche, glaube ich... Ich weiß noch nicht so ganz, was Anomalien sind. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz gecheckt. Aber wenn wir welche finden, dann können wir den Garaus machen. So, das ist das Ding hier. Das Ding hier ist, glaube ich, um Drohnen einzusammeln. Apropos Drohnen. Ich soll doch, glaube ich, auch hier diesen Drohnen-Auflad-Dingens bauen. Aufladestation. Habe ich ja noch nicht gemacht. Machen wir direkt mit hier dran. Oder hat das Ding eine Aufladestation? Einfach nicht. Die Anomalien findest du nur, wenn du die Umgebung scannst. Okay, das habe ich mir schon fast gedacht. Und die Umgebung scannen wir ja, da sind wir jetzt schon bei 60%. Ich scanne einmal die Umgebung um mein Gebiet herum. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Und dann habe ich ja noch diese Schnellscans mit diesen Shuttle-Dingern und so. Das können wir ja dann auch machen. Meinst du Hashtag, Hashtag, Tag? Nee, Hashtag, Hashtag, Tag. Okay, da kommt noch ein deutsches Wort hinten dran. Ein deutsches Wort hinten dran gerannt. Mann, kann man nur sowas machen? Ich habe jetzt gehört, wenn man das macht, soll man schon direkt ein Rassist sein. Das ist krass. Es sind jetzt welche gewesen, die haben das mal in einem Livestream gemacht und wurden direkt als Rassist hingestellt.
Alter, ist das die komplette Map? Ja, das ist die komplette Map hier. Das ist unsere aktuelle Mars-Map, die wir hier bearbeiten. Das hier wird interessant, wie man an diesem Berg-Ding hier vorbeikommt. Schwindende Rendite. Eines der führenden Unternehmen im Bereich Nanotechnologie und Miniaturisierung hat dir ein interessantes Angebot gemacht. Sie wollen die Forschung und Entwicklung für ihr neuestes Projekt Fertigteilkomprimierung auslagern. Eine Technologie, mit deren Hilfe wir Fertigbauten monumentaler Gebäude von der Erde her transportieren könnten. Sie haben eine Menge spezifischer Auflagen, durch die wir zum idealen Kandidaten werden. Unsere Kolonie ist weit entfernt, von neugierigen Blicken geschützt, im Falle einer Nanitenkontamination fast unbewohnt und wir würden wohl kaum irgendwelche Geheimhaltungsklauseln brechen. Okay, wir können das ablehnen, wir können akzeptieren und einen Vorschuss verlangen. Du erhältst 500 Millionen Dollar. Schaltet die bahnbrechende Technologie fertig frei. Oder akzeptieren und logistische Unterstützung anfordern. Du erhältst 150 Sponsorenforschung. Schalte die bahnbrechende Technologie fertig total frei. Das finde ich gut. Mehr Forschungsdingens finde ich gut. Echt jetzt? Nur weil man den Akzent mal spricht? Voll dumm irgendwie. Was meinst du denn? Defi noch nicht da. Spielt bestimmt wieder mit seiner männlichen Puppe. So, wir haben auf jeden Fall jetzt mehr Forschungsgelder, also mehr Sponsoren. Was bedeutet, dass wir unsere Forschung jetzt schneller hinkriegen? Nachschub? Aha. Frachtrakete. Ach, guck mal, wir können sogar Zeug einkaufen. Okay. Fertigbauten. Können wir auch einkaufen? Interessant. Das machen wir dann, wenn wir es brauchen. Was du gerade gemeint hast, dass der Streamer angesprochen wurde. Ja, genau. Das war, ich meine sogar, das war bei einem Fußballspiel. Da haben die dann auch so kleine Sprüche gebracht und wurden sofort als Rassisten hingestellt. Ja, da muss man mittlerweile aufpassen. Nur weil die diesen Dialekt dann rausgeholt haben. Das ist heftig. So, unsere Batterie lädt auf. Die hat sogar schon ordentlich gespeichert hier. Sehr gut. Okay, so, wir müssen... Also Sauerstoff haben wir jetzt. Jetzt muss ich gerade erstmal wieder gucken. Sauerstoff haben wir. Wir brauchen Wasser. Extrahiert Wasser aus unterirdischen Vorkommen haben wir nicht. Erzeugt Wasser aus der Atmosphäre. Okay, das können wir. Keine Produktion während Staubstürmen, okay. Und ein Wasserturm. Alles klar. So, das Ding setzen wir... Kommt zu weit darüber. Das Ding setze ich dann hier unten hin. Obwohl, nee, wir müssen ja eigentlich hier oben das machen. Denn da oben kommt ja auch die Stadt hin. Macht ja sonst keinen Sinn. Dieser Sektor wurde noch nicht gescannt. Durch den Bau sind Ressourcenvorkommen oder Anomalien wahrscheinlich nicht mehr erreichbar. Aha. Aber ich hab doch... Angeblich ist doch der Sektor hier gescannt. Steht doch gescannt. Ach, ich baue dann schon in einem anderen Sektor. Oh, shit. Das geht aber schnell. Das kommt einem so groß vor. Okay. Okay, dann machen wir das anders. Dann scanne ich den Sektor hier oben. Den Sektor hier oben. Die 2. Mit dem Ding.
Sector scanned. So, und da ist jetzt nichts, oder was? Hier ist jetzt einfach nichts. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Okay. Ich glaube ja. Solange man nur so spricht und nicht den Gruß macht, ist doch alles in Ordnung, oder findet ihr nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich finde auch, dass das mittlerweile ein bisschen Überhand nimmt. Carsten, hast du mir nachher noch das Twitch-Profil-Titelbild für mich? Danke. Ja, klar, habe ich. Du kannst es auch selber scannen. Ja, habe ich das jetzt nicht gescannt? Kann der Twitch auf meinem 55-Zöller gucken? Ja, nice. Ich glaube, wenn da was wäre, dann würde man es auch sehen. Ja, das würde ich jetzt auch schätzen. Wenn da was wäre, würde ich das, glaube ich, jetzt sehen. Okay, wir brauchen aber Strom hier hoch. Guck mal, wie schön ich das hier gemacht habe. Und wir brauchen Rohre. Ich glaube, dass das auch über die Rohre geht, oder? Habe ich spezielle Wasserrohre? Okay. So. Ich glaube, dass das alles noch so ein bisschen käsig ist, was ich hier mache. Aber es ist ja meine erste Runde. Sektor B3 gescannt. Ach so, guck mal hier. Da sehen wir es. Hier ist Erze. Die kann ich doch mit meinem... Wo ist es denn? Mit dem hier. Warum sind die Sachen noch nicht entladen? So, und du kannst jetzt hier hinfahren. Ach, guck mal, die ganzen Drohnen machen das schon. Okay. Sensortürme beschleunigen die Scangeschwindigkeit. Okay, dann bauen wir mal einen Sensorturm. Muss ich mal gucken, wo finde ich den denn? Sensorturm, hier ist er. So, wo muss ich den jetzt hinpacken? Einfach hier dran? Reicht das? Warte mal. Erste Lauf, da kann man nochmal ab und zu Fehler machen. Bei Runde 2 sieht das ganz anders aus. Nee, ist klar. Bei Runde 2 ist das, musst du tippitoppi sein, du. Dann ist aber ansonsten, ist aber holla die Waldfee, mein Freund. Guck mal, 9 von 105, das ist ja erstmal voll okay. Guck mal hier. Guck mal, hier das Lager ist eigentlich, ich hatte das ein bisschen geiler geplant, als es ist. Aber ich glaube, dass das nicht so dumm ist, dass wir jetzt hier ein Lager haben. Quote 0. Ja, Mann, ich weiß es doch. Ich weiß es doch, dass ich ein Quote 0 bin, Mensch. Ich kann doch auch nichts dafür. Okay, ich brauche also, ich habe jetzt Wasser, habe ich jetzt, ne? Genau, Wasser habe ich und einen Wassertank. Und Luft habe ich und einen Lufttank, der jetzt auch Stück für Stück gefüllt wird. Eine Batterie haben wir, die fast voll ist. Das heißt, wir können eigentlich als nächstes Richtung Kuppel gehen. Eine Kuppel verbraucht 27 Energie. Wie viel haben wir jetzt? 10 haben wir noch übrig. Okay. 27 Energie, da müssen wir ja noch ein bisschen was bauen, wa? 4 Beton.
Okay, das ist dann natürlich nicht so schick, was ich hier gemacht habe. Ach, wobei, ich kann das hier eigentlich genau dafür nutzen. Ich kann das eigentlich genau dafür nutzen, indem ich einfach sage, ich baue hier eine Windradfarm. Drei Stück haben wir dann da schon mal stehen. So, Sektor gescannt. Dann schicken wir da doch jetzt unser Auto hin und holen uns das Zeug. So. Irgendwie finde ich das mit dem Auto blöd. Ich lasse das mit dem scheiß Auto. Die Roboter fahren da ja sowieso die ganze Zeit selber hin. Die machen da eh, was sie wollen. Kleine Scheißer. So, bin kurz essen. Alles klar, bis gleich. Du bist Yaugis Haustier. So, ich mache jetzt noch ein paar Solarplatten dahin. Solar. Gott. So. Und dann mache ich noch eine Batterie. Ne, warte, das war's nicht. Was war Batterie? K, okay. So. Okay. Und dann müsste ja jetzt die Kuppel kommen. Da, Kuppel hier. Oh, was ist denn da alles dran? Rechts. Da ist ja auch ein Wassertank und alles dran. Dann war das ja dumm, was ich hier eigentlich gerade gemacht habe. Außer ich baue einfach eine Stadt. Boah, ist die teuer. Okay. Ja. Okay, ja. Ich dachte gerade, okay, oder ich baue einfach eine kleine Standardkuppel für mich so. Aber. Tja, dann können wir ja auch so eine autarke Kuppel, wo schon alles drin ist. Kann ich dich umbenennen? Willi als Haustier passt doch, oder? Ja, ja, nee, ist klar. Tja, das ist jetzt natürlich... Ich meine, ich habe jetzt eine riesen Stromversorgung und so. Aber dass ich da jetzt eine autarke Kuppel hinbaue, das ist ein bisschen blöd. Wozu habe ich dann jetzt den ganzen Scheiß hier gebaut? Bin sowieso noch nicht ganz fertig mit dem Scannen. Das Gebiet muss hier noch gescannt werden. Winfried. Yabu heißt du doch schon, genau. Ich heiße doch schon Yabu. Warum wollen wir da nicht noch einen anderen Namen geben? Kleiner Blödsack, du. So, wie sieht das aus mit Forschung? 72%. Okay. Die Priorität kann in der Infotafel jedes einzelnen Gebäudes, Konstruktion, Drohnen versuchen, Aufgaben mit höherer Priorität zuerst abzuschließen. Ja, das weiß ich. Was ist das? Forschungsstätte. Kuppeln sind bewohnbare Megagebäude. Ja, das weiß ich. Die Errichtung einer Kuppel nimmt eine Menge Zeit und Ressourcen in Anspruch. Plane sorgfältig. Ja, das tue ich. Was heißt das hier? Forschungsboost. Erhöht die Forschungsproduktion innerhalb einer Kuppel oder einer außenliegenden Forschungsanlage. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Kuppel hinbauen würde,
Muss das nur in diesem Bereich sein? Anscheinend. Also ich muss das nur in den... Ja. Ich muss das nur in diesen Bereich reinkriegen. Dann baue ich es so. Ja. Jabu ist voll low. Den Namen hat er ja schon als Kind in Games genommen. Verfluch, ich brauche eine neue Tastatur. Meine Tasten geben alle nach und nach den Geist auf. Oh. Ja, den Namen habe ich tatsächlich schon seit ich, weiß nicht, 6 oder so bin. 5, irgendwie so. 11 Viewer-Hype. Ah. Sowas darfst du nicht sagen. Das ist immer ein Anlass dazu, dass die Leute gehen. Oh, nur noch. Siehst du, wusste ich doch. Sag ich doch. Das ist immer so. Ich baue dich so. Gucken wir mal, was das bringt. Gucken wir mal. Also, die muss jetzt aber noch mit Strom verbunden werden. Wo muss denn der Strom? Einfach nur an die Kuppel wieder gelegt werden, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Müsste das doch reichen. Ist da dieses schwarze Käbelchen? Oder man sieht es noch nicht, weil das noch nicht fertig ist. Hm. Ah, ich glaube, ich warte gerade mal damit. Lass uns erstmal die Kuppel bauen. Sag das nicht, da wird der Willi Winfried Jabukasten nervös. Ja, genau. Werde ich nervös. So, das heißt, das hier wird unsere Forschungskuppel. Warum ist der eigentlich so langsam? Hat das einen Grund, dass der so langsam ist? Kann man den schneller machen? Wahrscheinlich durch Dingens. Nicht funktionierende Gebäude. Da weiß ich doch. Achso, das Ding muss noch mit Strom versorgt werden. Okay. Gehen wir dann so. So. Okay. Okay, dann haben wir jetzt hier. Drohnen sind überlastet. Wie kriege ich denn mehr Drohnen? Hier sind noch Drohnen drin. Wie kriege ich die Drohnen hier raus? Ruf deine Drohne so und verpackt sie zu einem Drohnenfertigbau. Nee, dann sind die alle schon draußen. 4 von 8. Die Gesamtzahl der Drohnen im Rover. Wie kriege ich die denn da raus? Einkaufen? Wie einkaufen? Einkaufen? Aber hier sind doch angeblich noch 4 drin. Guck mal eine an. Hier ist nochmal ein Betonvorkommen und noch ein bisschen Eisen. Okay, das heißt, ich muss mir... Warte, wie war das? Hier... eine Frachtrakete mit Drohnen zukommen lassen. Der ist mit 4 verbunden, aber da ist keine mehr drin. Ah, okay, okay. Ja, dann hole ich doch einfach nochmal 10 Drohnen. Wie oft kann ich mir denn so eine Frachtrakete holen? Ich hole mir auch nochmal... Moment. Doch, dann hole ich mir davon 10, davon 10, davon 10. Nahrung will ich ja selber herstellen. Beton mache ich auch schon selber. Fertigbauten. Ich glaube, so ein Drohnenhub kann nochmal mit. Das brauchen wir alles gerade erstmal nicht.
So oft du willst, du musst sie nur immer wieder Richtung Erde schicken. Hängt ja auch vom Geld ab. Ach so, ja, okay. Aber warte mal, wenn ich die ja wieder zur Erde zurückschicken muss, dann wäre es doch schlau, so ein Treibstoffding. Stell Treibstoff aus Wasser wieder her. Ich weiß nicht, ob ich sowas habe, aber ich hol mir so ein Ding mal mit. Und ich hol mir noch mal so ein paar Stirling-Generatoren. Die sind ja auch gut. So. Dann habe ich noch 24 Millionen. Und kauf mal die Rakete. Kostet auch nochmal 3 Millionen. Wähle eine Lastrakete aus und belade sie mit den gewünschten Vorräten, bis die Kapazität... Am Anfang steht auch, wie viele Raketen du hast. 3 von 4. Ach so, starten dann einfach. Ah, okay, starten. Und die hier, die kann ich dann einfach wieder zur Erde zurückschicken, damit ich die dann irgendwann wieder beladen kann und neu benutzen kann, ja? Okay, ich glaube, ich versteh's. Okay, ich muss keine kaufen. Okay. Got it. Research complete. Milestone achieved.